Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode über die Stämme Israels. Heute könnte es speziell für die Deutschen sehr interessant werden. Der vierte Sohn von Jakob Israel, Juda. Wie gewohnt werden Seite 1 und 2 relativ schnell vorgespult, weil all das bereits im Einleitungsvideo ausführlich vorgelesen und erklärt worden ist. Wir beschäftigen uns gleich mit der Frage: Wer ist Juda heute und wo ist Juda heute? Zunächst, Juda taucht 813 Mal in 752 Versen der Bibel auf. Das war also somit das umfangreichste Material überhaupt. Vorab noch eine kleine Anmerkung. Hier im Wappen des Stammes Juda sehen wir den Löwen. Und ich hatte in vorigen Episoden mehrfach versprochen, dass ich zu den Löwen noch mehr sagen würde. Genau das passiert hier und heute. Als zweites möchte ich aufmerksam machen auf die Schreibweise hier oben. Und zwar sehen wir hier einen Screenshot aus einem PDF einer King James Bibel aus dem Jahre 1611. Und ganz offensichtlich, der Buchstabe J hat damals noch gar nicht existiert. Man schrieb an der Stelle ein I nach heutigen Buchstaben. Und das U, das schrieb man ganz offensichtlich wie ein V. Ich möchte das erwähnt haben, weil in letzter Zeit immer mehr Leute zur Etymologie forschen und den Namen Jesus versuchen genauer zu untersuchen. Hier können wir jedenfalls deutlich sehen, im Jahre 1611, da existierte der Buchstabe J nicht. Das ist jedoch ein ganz anderes Thema. Wir gehen wie gewohnt weiter. Hier das Wortstudium zu Juda. Erst das Original im Gesenius Hebräisch-Chaldäisch Lexikon. Dann der biblische Gebrauch des Wortes. Und hier die deutsche Übersetzung. Juda bedeutet gepriesen. Der vierte Sohn von Jakob mit Lea, der Stamm und das Territorium von Juda. Juda ist auch der Name für das südliche Königreich, welches aus den Stämmen Juda und Benjamin bestand. Hauptsächlich. Die Einwohner von Juda werden Judäer genannt. Die erste Erwähnung des Namens Juda, die finden wir in Genesis Kapitel 29, Vers 35. Dort heißt es: Und sie, die Lea, wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sagte: Jetzt will ich Yahuwah preisen. Darum nannte sie ihn Juda und hörte auf zu gebären. Hier finden wir also, dass die Lea den Yahuwah preisen will für den Sohn und hier sehen wir, Juda bedeutet auch gepriesen. Die Söhne von Juda werden aufgelistet in Genesis 46, 12. Und die Söhne von Juda, Ger und Onan und Schela und Peres und Serach. Aber Ger und Onan starben im Land Kanaan. Und die Söhne von Peres waren Hesron und Hamul. Hier sehen wir, dass die Linie nach Juda über Peres weiter verläuft, da die Söhne von Peres hier nun aufgelistet werden. Der Zwillingsbruder Serach spielt jedoch auch noch eine wichtige Rolle. Das werden wir im Verlauf dieses Videos noch genau sehen. Die Linie von Phares Juda und die Linie von Serach Juda wird detailliert gezeigt werden. Kurz zu dieser Aussage und zur Bestätigung. Hier nochmal Lukas Kapitel 3. Wir haben hier den Sohn von Gott, also Adam. Die Linie läuft weiter über Noach, Sem dem Semiten, Heber dem Hebräer, weiter bis hin zu Abraham, Isaak und Jakob, der wie gesagt umbenannt wurde in Israel. Und hier nun finden wir Juda und danach besagter
Fares, beziehungsweise, wie eben hier gezeigt, Peres. Es ist ein und derselbe. Der Stamm Juda wird aufgelistet in den Chroniken. Das war das erste Buch der Chronik. Jedoch werde ich jetzt hier das gesamte Geschlechtsregister nicht vorlesen. Bei Bedarf bitte das Video anhalten und selber studieren. Weitere Namensnennungen und Erklärungen. Die Brüder von Josef waren eifersüchtig auf ihn und ersannen den Plan, ihn zu töten und ihrem Vater gegenüber zu behaupten, er sei von einem bösen Tier gefressen worden. Wie in Episode 1 gesehen, Ruben verhinderte dies und anstelle dessen warfen sie ihn in eine Grube. Juda schlägt ihnen dann vor, Josef zu verkaufen. Das lesen wir hier in Genesis Kapitel 37, Verse 25 bis 27. Dort heißt es: Und sie setzten sich, um zu essen, und sie hoben ihre Augen auf und sahen, und siehe, ein Zug Ismaeliter kam von Gilead her, und ihre Kamele trugen Tragant und Balsamherz und Ladanum, sie zogen hin, um es nach Ägypten hinabzubringen. Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut verhehlen? Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen, aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. Und seine Brüder hörten darauf. Diese Ismaeliter übrigens, das sind die heutigen Araber. Eine ausführliche Geschichte über Juda findet sich in Genesis Kapitel 38, was eigentlich vollständig gelesen werden muss. Es wird beschrieben, wie Juda sich eine kanaanitische Frau nimmt und Söhne mit ihr bekommt. Yahuwah lässt diese Söhne jedoch alle sterben, um die Rassenvermischung zu unterbinden. Schließlich und endlich findet Juda auf ziemlich bezeichnende Art und Weise die Frau Tamar, welche ihm reinrassige Söhne gebar, denn sie bekamen Zwillinge miteinander. Also ich lese jetzt hier im Folgenden wirklich nur einen Auszug vor, doch ich kann wirklich empfehlen, macht kurz Pause und lest euch Genesis Kapitel 38 mal vollständig durch. Das Wichtigste für diese Episode hier lese ich euch vor, das sind die Verse 24 bis 30. Und es geschah nach etwa 3 Monaten, da wurde dem Juda berichtet und gesagt: Tamar, deine Schwiegertochter, hat gehurt, und siehe, sie ist auch schwanger von Hurerei. Da sprach Juda: Führt sie hinaus, dass sie verbrannt werde. Als sie hinausgeführt wurde, da sandte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen: Von dem Manne, dem dieses gehört, bin ich schwanger. Und sie sprach: Erkenne doch, wem dieser Siegelring und diese Schnur und dieser Stab gehören. Und Juda erkannte es und sprach: Sie ist gerechter als ich, darum, dass ich sie nicht meinem Sohn Schelah gegeben habe, und er erkannte sie hinfort nicht mehr. Und es geschah zur Zeit, als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Und es geschah, während sie gebar, da streckte einer die Hand heraus, und die Hebamme nahm sie und band einen roten Karmesinfaden um seine Hand und sprach: Dieser ist zuerst herausgekommen. Und es geschah, als er seine Hand zurückzog, siehe, da kam sein Bruder heraus, und sie sprach: Wie bist du durchgebrochen? Auf dir sei der Bruch. Und man gab ihm den Namen Peres oder Fares, denn das bedeutet Bruch bzw. Erstgeborener. Und danach kam sein Bruder heraus, um dessen Hand der rote Karmesinfaden war, und man gab ihm den Namen Serach. Ja, hier also, das ist wichtig zu verstehen. Ja? Erst kam die Hand des einen heraus, und den hat man einen roten Karmesinfaden gebunden. Dieser zog seinen Arm jedoch wieder zurück, und der andere kam zuerst vollständig heraus. Das war der Peres. Und erst als zweites kam der Serach mit dem roten Karmesinfaden heraus. Aus dieser Angelegenheit entwickelte sich später noch ein großer Streit um das Erstgeburtsrecht. Das werden wir noch sehen. Jedenfalls, dem Peres
wird die Erstgeburt zugesprochen. Der Serach jedoch, der wird noch eine sehr wichtige Rolle spielen, denn diesen roten Karmesinfaden, den werden wir in der Geschichte noch wiederfinden und in heutigen Fahnen, Flaggen und Symbolen. Dann hatte ich in einem früheren Video schon erklärt, dass sich der Juda verbürgt für den Benjamin, der auf die zweite Reise nach Ägypten mitgenommen werden sollte. Das findet ihr hier in Genesis Kapitel 43. Ist jetzt für den weiteren Verlauf dieser Episode nicht wirklich wichtig, deswegen gehe ich schon weiter. Als nächstes eine wichtige Erwähnung von Juda während des Exodus. Da wird nämlich ein Mann aus dem Stamm Juda mit göttlichem Geist, Weisheit und Verstand gefüllt und erhält so die Fähigkeiten, bestimmte Arbeiten zu verrichten mit der Hilfe vom Stamm Dan. Das finden wir hier im Exodus Kapitel 31. Ja, vom Geist Gottes erfüllt, Weisheit und Verstand, sodass sie in Gold, Silber und Erz arbeiten können, Steine schneiden und Holz schneiden. Ja. All diese göttliche Eingebung, die wurde halt einem Mann aus dem Stamm Juda zuteil. Die Nachfolge von Mose tritt Josua an. Mit diesem geht die Reise weiter und die Israeliten ziehen über den Jordan. Sie kommen in ein Land, in dem Amoriter und Kanaaniter lebten. Dort begeht ein Sohn des Stammes Juda Gesetzesübertretungen und wird dafür bestraft. Das findet ihr hier in Josua Kapitel 7. Es ging darum, dass Yahuwah Gott gesagt hat, dass keine Gegenstände von den eroberten Stämmen mitgenommen werden durften. Doch einer aus dem Stamm Juda, der hat das trotzdem getan. Und deswegen heißt es dann hier, und die Kinder Israel werden von ihren Feinden nicht zu bestehen vermögen. Sie werden vor ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind zum Banne geworden. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Und im weiteren Verlauf dieses Kapitels finden wir, dass das eben einer der Söhne von Serach gewesen ist. Denn da heißt es in Kapitel 7, Vers 17, und er ließ die Geschlechter Judas herzutreten. Und er traf das Geschlecht der Sarchiter. Und er ließ das Geschlecht der Sarchiter herzutreten nach den Männern. Und es ward getroffen Zabdi. Und um zu verstehen, wer nun diese Sarchiter sind, da brauchen wir das vierte Buch Mose, Kapitel 26, Vers 20, in welchem es heißt, von Peres das Geschlecht der Parziter, von Serach das Geschlecht der Sarchiter. Hier wird also klar, dass das die Linie ist des Sohnes, der mit dem roten Karmesinfaden als Zweiter geboren wurde. Ja, und zur Strafe hat man den dann halt gesteinigt und verbannt. So, jetzt der überaus wichtige Jakobssegen. Und noch einmal, diese Bezeichnung in künftigen Tagen heißt in der englischen King James in the latter days, also in den letzten Tagen, in der Endzeit, wenn man so will. So, ich lese den Jakobssegen für Juda vor. Das ist Genesis Kapitel 49, Verse 8 bis 12. Dich, Juda, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird sein auf dem Nacken deiner Feinde. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe. Vom Raube, mein Sohn, bist du emporgestiegen. Er duckt sich, er legt sich nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin, wer will ihn aufreizen? Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis Schilo kommt, und ihm werden die Völker gehorchen.
Er bindet an den Weinstock sein Eselsfüllen und an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Er wäscht im Weine sein Kind und im Blute der Trauben sein Gewand. Die Augen sind trübe von Wein und weiß die Zähne von Milch. Hier das Stammessymbol von Juda, die Begründung, Juda ist ein junger Löwe. Daher rührt das alles. Und bezüglich Zepter und Herrscherstab, was sozusagen für das Königtum steht, nochmal erinnert an Episode 1 zu Ruben. Da hatten wir im ersten Buch der Chroniken, Kapitel 5, Verse 1 und 2 schon gelesen. Denn Juda hatte die Oberhand unter seinen Brüdern und der Fürst kommt aus ihm. Aber das Erstgeburtsrecht wurde dem Josef zuteil. Also Juda hatte die Oberhand, da ist Zepter und Herrscherstab und Juda ist ein junger Löwe. Dann haben wir den Mosesegen in Deuteronomium Kapitel 33, Vers 7. Dort heißt es, und dieses von Juda, und er sprach, höre, Jahua, die Stimme Judas und bringe ihn zu seinem Volke. Seine Hände seien mächtig für ihn und hilf ihm von seinen Bedrängern. Die Lagerordnung im Krieg wird in diesem Fall wieder ausführlicher besprochen. Ich lese Numeri Kapitel 2, Verse 1 bis 4. Und Jahua redete zu Mose und zu Aaron und sprach, die Kinder Israel sollen sich lagern, ein jeder bei seinem Panier, bei den Zeichen ihrer Vaterhäuser, dem Zelte der Zusammenkunft gegenüber sollen sie sich ringsum lagern. Und zwar die gegen Osten, gegen Sonnenaufgang lagernden, das Panier des Lagers Judas, nach ihren Heeren, und der Fürst der Söhne Judas, Nachschon, der Sohn Aminadabs, und sein Heer und ihre Gemusterten 74.600. Alle Gemusterten vom Lager Judas 186.400 nach ihren Heeren. Sie sollen zuerst aufbrechen. Wir hatten das schon ausführlich im Stamm Ruben besprochen, in Episode 1, der hier unten war. Und hier lesen wir nun, Juda gegen Osten, gegen Sonnenaufgang. Das bedeutet, wenn wir hier unten Süden haben, haben wir hier hinten Osten. Da lagerte also der Stamm Juda. Nochmal, wir haben drei Stämme im Süden, drei Stämme im Osten, drei Stämme im Norden, drei Stämme hier im Westen, macht insgesamt 12, und der 13. Stamm der Leviten hier in der Mitte. Wieder zu finden hier in 12 Sternen für 12 Nationen, 13 Streifen für 13 Stämme. Hier 13 Sterne für die Stämme. Farbkombination weiß-rot-blau. Also, Juda gegen Osten. Und hier bei der Aufstellung des Camps sehen wir wieder Juda im Osten, die 74.600 und die Standarte des Stammes Juda, der Löwe. Diese drei Stämme hier zusammengerechnet, Sebulon, Juda und Issachar, machen zusammengerechnet die 186.400. Alle Gemusterten des Lagers Juda. Ja, und dann hatten wir im Kapitel zu Ruben immer das Angesicht des Menschen dick geschrieben. Und ich sagte euch, das war hier, die Standarte von Ruben war das Gesicht oder Angesicht des Menschen. Und hier bei Juda haben wir halt den Löwen. Und so findet ihr hier bei Hesekiel und in der Offenbarung auch das Löwenangesicht.
Wenn ihr also diese Bücher lest und ihr lest von dem Angesicht des Löwen, dann denkt dabei ruhig mal hier an Juda, der Stamm Juda. Vielleicht etwas vorweggenommen. Es waren immer schon die Deutschen, die Europa vor den einfallenden Horden aus dem Osten bewahrt haben. Zum Beispiel vor Genghis Khan. Und der Name Khan ist eine Abwandlung des Namens Kain, des ersten Mörders. Ja, und später auch gegen die Sowjets haben die Deutschen versucht, Europa zu bewahren. Juda lagert immer gegen Osten. Und sie sollen auch vorangehen. Sie sollen zuerst aufbrechen. Gehen wir weiter zur Stadtordnung von Hesekiel. Dies dient der Vollständigkeit halber. Andere Zeit und andere Begebenheit bedingt, dass die Lageranordnung etwas anders ist. Was jedoch bleibt, ist, dass drei gegen Norden gehen, drei nach Osten, drei nach Süden und drei nach Westen. Die letzte Erwähnung des Namens Juda findet sich in Offenbarung Kapitel 7. Das bedeutet, auch der Stamm Juda stellt 12.000 Versiegelte von den berühmten 144.000. Ja, und so kommen wir jetzt zum Übertrag auf heute, das, wie gesagt, jeweils wichtigste Kapitel. Denn ich versuche ja mit diesen Episoden herauszustellen, welcher damalige Stamm ist zu welcher heutigen Nation auf Erden geworden. Und da gebe ich nochmal in Erinnerung, 49, Kapitel 49, 9 aus der Genesis. Juda ist ein junger Löwe. Vom Raube, mein Sohn, bist du emporgestiegen. Er duckt sich, er legt sich nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Und an der Stelle habe ich mich dann im Lande mal etwas umgeguckt nach Löwen und Löwensymbolen. So kann man zum Beispiel zwei Sportvereine finden, nämlich den TSV 1860 München und Eintracht Braunschweig. Und beide haben einen Löwen in ihrem Wappen. Weiter das Stadtwappen von Braunschweig, Hamburg und Hannover zeigen Löwen. Und man kann weiterschauen. Das Stadtwappen von Düsseldorf, Saarbrücken, Thüringen, Bayern, Rheinland-Pfalz, Bremen, Hessen, Schleswig-Holstein, Saarland. Überall finden wir die Löwen in unseren Wappen. Der Löwe von Juda. Hier in Deutschland. Das nicht hochinteressant? Die Deutschen, der Stamm Juda. Das hier soll etwas der Geschichte dienen und auch für später. Das Haus Sachsen-Coburg-Gotha hatte auch schon Löwen und die sind ja dann später mal Richtung London gegangen, haben das Haus Windsor begründet. Hier möchte ich euch kurz mal schon etwas vorabgreifend zeigen. Und zwar haben wir hier beim Haus Windsor, seht ihr eine Flagge? Ups. Hier die Flagge, die ihr auch in meinem Kanallogo seht und die gleich in groß nochmal kommt und auch genau erklärt wird. Oben drüber die Königskrone. Alle Löwen hier oben also, diese ganzen Löwen, symbolisieren also den Löwen von Juda und um genau zu sein, den von Peres Juda,
oder Phares Juda, der Erstgeborene, mit dem Zepter und dem Herrscherstab. Weitere Beispiele. Erstes Buch Chroniken 5,2 hatte ich eben schon einmal gelesen. Denn Juda hatte die Oberhand unter seinen Brüdern und der Fürst kommt aus ihm, aber das Erstgeburtsrecht wurde dem Josef zuteil. Und hier habe ich unter dem Wikipedia-Eintrag zu Deutsche die Abstammung in Amerika herausgefunden. Und diese ganze hellblaue Farbe hier, das bedeutet Abstammung von Deutschen. Und da das im weiteren Verlauf noch wichtiger werden wird, hier oben dieses Lila, das sind die Iren. Die werde ich euch gleich auch noch zeigen. Dass also die königliche Linie Juda aus dem Hause Israel die Oberhand hat bzw. dominierend ist, wird unter anderem auch daran sichtbar, wie die Abstammung der nach Amerika ausgewanderten Israeliten bzw. Europäer verteilt ist. Es hat damals bei einer Abstimmung nur eine Stimme Unterschied gemacht und Deutsch wäre heute offizielle Amtssprache in Amerika. Weltgeschichte wäre anders verlaufen und Weltkriege kaum möglich gewesen. Überlege man sich das mal gut, wenn man dann in Amerika tatsächlich Deutsch sprechen würde, ob ein Erster und Zweiter Weltkrieg so verlaufen wäre, wie er verlaufen ist. In Europa jedenfalls hat Deutschland auf jeden Fall die Oberhand, denn in Europa läuft praktisch gar nichts ohne die Deutschen. Da sind wir auf jeden Fall dominierend. Ja, das dazu. Gut, lassen wir. Wir erinnern uns, dass Juda mit seiner Frau Tamar Zwillinge zeugte, wie wir in Genesis Kapitel 38 bereits gelesen haben. Diese Zwillinge hießen Peres und Serach. Das Erstgeburtsrecht wird Peres zuteil, was auch in Lukas Kapitel 3 nachgelesen werden kann. Das habe ich euch gezeigt. Nun wollen wir uns aber zuerst angucken, was aus seinem Zwillingsbruder Serach geworden ist. Wir lasen in Kapitel 38 Genesis, dass die Geburt der Zwillinge ziemlich dramatisch war, denn erst steckte der eine seine Hand heraus, nämlich Serach, zog diese wieder zurück und dann kam der andere, nämlich Peres, zuerst vollständig heraus. Aufgrund dessen entbrannte zwischen den beiden Zwillingen ein erbitterter Streit um das Erstgeburtsrecht. Ich erwähnte es schon kurz. Dies ist insofern nachvollziehbar, weil es sich bei der Frage nicht nur um die Frage der Herrschaft über den Stamm Juda handelt, sondern gemäß Genesis 49, 8 bis 10 sogar um die Herrschaft über ganz Israel. Bedenkt man ferner, dass Yahuwah Gott Vater die weißen Adamiten als besonderes Volk über alle anderen Völker dieser Welt gestellt hat, so reden wir von nicht weniger als dem Königtum über die ganze Welt. Und ganz nebenbei bemerkt, liebe Deutschen, um ein Schachspiel gewinnen zu können oder um einen ganzen Planeten erobern zu können, muss man den König töten. Nicht wahr? Und der König, der hat das Zepter und den Herrscherstab. Nicht weichen wird es von Juda. Wie auch immer. Peres wurde das Erstgeburtsrecht zuteil, weil er der Erste war, der vollständig aus dem Mutterleib herauskam. Überträgt man all dies auf die jüngere Geschichte, so erinnert man sich, dass alle europäischen Nationen deutsche Königshäuser hatten, und zwar aus biblischen Gründen. Das war also damals vollkommen korrekt, dass da in Frankreich und in Spanien und in den Niederlanden und in Dänemark und bis heute in Schweden deutsche Königshäuser gewesen sind. All das ist jedoch vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg abgeändert worden. Da sind diese ganzen Königshäuser ja gezwungen worden abzudanken oder sie wurden ermordet und dergleichen mehr. Ja. Okay, kurzer Ausflug in die frühere Geschichte. Da wurde
besagt in Genesis 18,18, wird doch Abraham gewisslich zu einer großen und mächtigen Nation werden und sollen doch in ihm gesegnet werden alle Nationen der Erde. Ja, und da kann man dann aus biblischen Ursprüngen den Grund für den Spruch erkennen, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Allerdings auch genereller sollten alle Israeliten, also die weißen Nationen dieser Welt, ein Segen für die anderen Völker und Rassen werden. Und wenn man sich mal fragt, wer zum Beispiel das Auto oder das Flugzeug erfunden hat oder wer der ganzen Welt den Strom gebracht hat, dann waren das die Weißen. Und tatsächlich waren sie, ist das ja wie ein Segen für die Nationen der Erde. Oder auch das Penicillin und dergleichen. Das sind alles, wer hat denn diese Erfindungen gemacht? Und sind sie nicht wie ein Segen für alle Nationen der Erde? Ich denke ja. Peres und Serach jedoch stritten jedenfalls so sehr wegen dieses Erstgeburtsrecht, dass sie sich nicht ausstehen konnten. So trennten sie sich dann beim Auszug aus Ägypten bereits voneinander. Während Peres Juda mit Mose in Richtung Sinai zog, ist Serach Juda, welcher in der englischen King James, wie gesagt, Sarah heißt, über das Mittelmeer in Richtung des heutigen Spanien gegangen. Diese Spuren kann man heute immer noch sehen. Denn der biblische Sarah hat dann später eine Stadt gegründet namens Saragossa. Und Aragon und Ebro, das haben wir ja schon im Video zum Stamm Simeon gesehen. Und interessanterweise, im Wappen von Saragossa findet sich ein Löwe mit einer Königskrone. Das ist der Weg von Sarah, Juda, nach der Gefangenschaft in Ägypten. Da sind die gleich Richtung Europa und später noch weiter Richtung Norden. Den Weg werden wir auch gleich noch sehen. Und dann wurde es ziemlich dramatisch. Wie gesagt, Peres Juda ist mit dem Mose aus Ägypten ausgezogen. Und dann später halt auch in Palästina gelandet. Und da wurde es ziemlich dramatisch, wie gesagt. Der 20. und letzte König des Südreichs Juda war Zedekia. Und König Zedekia sowie alle führenden Männer von Juda und dessen Priester waren untreu gegen Gott. Das heißt, sie sündigten unter anderem durch Götzendienst. Zur Strafe Gottes wurden sie in die Gefangenschaft Babylons geführt, wie man im 2. Buch der Chroniken, Kapitel 36, Vers 11 bis Ende nachlesen kann. Als zweites Zeugnis kann man dies lesen im 2. Buch der Könige, Kapitel 25. Und es geschah im 9. Jahre seiner Regierung, im 10. Monat, am 10. des Monats, da kam Nebukadnezar, der König von Babel. Er und sein ganzes Heer wieder Jerusalem und belagerte es. Und sie bauten eine Verschanzung wieder dasselbe ringsumher. Und die Stadt kam in Belagerung bis in das 11. Jahr des Königs Zedekia. Und sie ergriffen den König und führten ihn zu dem König von Babel nach Ribla hinauf. Und man sprach das Urteil über ihn. Und man schlachtete die Söhne Zedekias vor seinen Augen. Und man blendete die Augen Zedekias und band ihn mit ehernen Fesseln und brachte ihn nach Babel. Ja, hier lesen wir also sowohl von der Gefangenschaft, als auch, dass die Söhne Zedekias dahingeschlachtet wurden. Das bedeutet, es gibt keinen männlichen Nachkommen mehr des Königs. Die Linie würde auslaufen. Jedoch, Zedekia hatte auch zwei Töchter. Die ältere Tochter hieß Tama Tiatefi und die jüngere Tochter hieß Skota. Die ältere Tochter wurde dadurch zur Königin Tefi in Nachfolge von König David.
während die jüngere Tochter zur Prinzessin Skota wurde. Da der König von Babylon die Linie von Peres Juda vollständig ausmerzen wollte, verfolgte er auch die beiden Töchter Zedekias. Diese flohen zuerst nach Ägypten, dann nach Saragossa und von dort aus weiter bis in das heutige Irland. Von Irland aus wurde auch das heutige Schottland besiedelt. Deshalb sind das heutige Schottland und Irland in Wahrheit keine zwei getrennten Völker, sondern stammen aus ein und demselben Haus. Dies wird auch an der Namensgebung deutlich, denn in früheren Zeiten wurde Irland Skota Major genannt und Schottland wurde Skota Minor genannt. Und das könnt ihr in einem exzellenten YouTube-Video ganz genau erfahren. Dieses Video nennt sich Lions Running Rampant. Wer das hier mit der Tamatea Tefi und mit der Skota nicht ganz glauben mag, dem zeige ich hier jetzt schon die ein oder andere Quellenangabe. Doch zuerst mal hier zwei Videos. Lions Running Rampant und The Lion of Judah. Diese zwei Videos sind wirklich sehr, sehr wichtig für die Deutschen. Und dass es diese Tefi gegeben hat, das können wir zum Beispiel sehen. Hier gibt es ein The Book of Tefi bei archive.org. Oder im Buch Ancient Memories von Isabella MacDonald Smith kann man lesen zu Tamatea Tefi. Tamatea Tefi, Prinzessin von Juda, auf genealogie.com. Und ihr findet auf diesem Kanal hier ein Video mit dem Titel Das Buch der Genealogie von Adam. Ja, und hier sogar noch eins. Und The Story in Brief of Tefi, Queen of Tara and Gibraltar, also Königin von Tara und Gibraltar, der Tochter von König Zedekia von Jerusalem, aus der Linie von König David, der den Goliath schlug. Dies kann also alles nachgelesen werden, was hier beschrieben wurde. Ja? Irland, Skota Major, Schottland, Skota Minor, beides benannt nach der Tochter Skota. Weiteres kleines Zeugnis, die Angelsachsen nannten Irland Skotland oder das Land der Skoten, nach Michael Cleary. Was der Prophet Jeremia sowie sein Schreiber Baruch zusammen mit Tamatea Tefi und Skota gemeinsam erlebten, können wir hier sehen. Ich zeige euch diese Webseite, Asis. Können wir hier sehen. Hier haben wir übrigens auch schon mal die Harfe von König David. Hier kann man der Sache also noch weiter auf den Grund gehen. Wir lesen hier auch vom Stone of Destiny, der aus Spanien, also wohl über Saragossa kam. Diesen Stone of Destiny oder Schicksalsstein, den werde ich euch gleich auch noch zeigen. Tefi und Iokate, den Namen finden wir gleich ebenso. Und hier ein ganzes Lied über die Tefi. Kann also alles auch noch weitergehend studiert werden. Auch in außerbiblischen alten irischen Chroniken wird bestätigt, wie ein Prophet, ein Schreiber sowie eine Prinzessin ungefähr 600 vor Christus in Irland angekommen sind. Die Gräber von Prophet Jeremia sowie dessen Schreiber Baruch sind in Irland. Das Grab von Prophet Jeremia ist in Irland. Auch das werdet ihr gleich noch sehen. Sie hatten auch einen ganz bestimmten Stein dabei, welcher 1999 von England zurück nach Schottland gebracht wurde. Den Stone of Destiny oder Schicksalsstein im Sinne von Bestimmung. Und das kann man auf einer Mainstream-Webseite vom Guardian nachlesen.
Stone of Scone going home after 700 years. Er findet also nach 700 Jahren seinen Weg in die Heimat zurück, dieser Stein. Leider zeigen wir uns hier das Bild nicht. Es macht nichts, wir jeden sehen jedenfalls. Dieser Schicksalsstein wurde 1999 zurück nach Edinburgh gebracht. Jakobs Pillow wird euch die Bibelstelle gleich noch zeigen. Hier finden wir auch den Hill, den Hügel von Tara wieder. Das werde ich euch alles gleich noch zeigen. Ich scrolle hier erstmal nach unten für diejenigen, die den Artikel jetzt vollständig lesen möchten. Und all das, wie gesagt, auf dem The Guardian Webseite. Ja, und hier, das ist der Schicksalsstein. Auch Jakobs Kissen genannt oder auch Liafael. Obiger Stein ist der Stein, auf dem Jakob in Genesis Kapitel 28, Verse 12 bis 22 geschlafen hat, als er einen Traum hatte und die Stadt, in der dies passierte, von Luz umbenannte in Bethel, Gotteshaus. Der Name Liafael wurde so gewählt, weil er auch beim Rückwärtslesen nicht verändert oder verkorrumpiert werden kann. Und jetzt ganz wichtig, auf diesem Stein wurden später alle irischen und schottischen Könige in Amt und Würden gebracht. Später sogar bis hin zur Königin Elisabeth II., was jedoch nicht ganz korrekt ist. Englische Könige sind auf diesem Stein eigentlich falsch. Es geht hier in Wahrheit richtigerweise um die Iren und um die Schotten. Jo, hier finden wir auch noch einen Zeitungsausschnitt. England bringt den Stein nach 700 Jahren zurück nach Schottland. Nachzulesen auf biblemysteries.com. Coronation Stone oder Schicksalsstein. Hier ist er, wie gesagt, da habe ich den Screenshot her. Hier könnt ihr das Video pausieren und vollständig den Artikel lesen. Finden hier auch nochmal Jeremia in Irland. Und dieser Zeitungsartikel, der ist hier hinterlegt. Da ist er. Gehen wir weiter. Der Prophet Jeremia ist in Irland begraben. Da gibt es ein Buch drüber. Jeremias Tomb oder Jeremias Grab. Könnt ihr gucken bei yartruth.net. Und hier ist der berühmte Hill of Tara oder Hügel von Tara. Timrach. Und die Wikipedia auf Englisch schreibt eben dieses hier, dass da der hohe König von Irland seinen Sitz hat. Und die deutsche Wikipedia, das lese ich euch kurz vor. Tara bedeutet Erhebung oder Hügel, möglicherweise Ort der schönen Aussicht, ist ein Hügel im County Meath in Irland, auf dem sich zahlreiche vorzeitliche und frühgeschichtliche Monumente befinden. Dies erlaubt auf jeden Fall eine Verbindung zu Tama Tea Tefi. Und dieser Hügel, das ist nun mal dieser hier. Und das ist das Grab von Jeremia und wie wir gelesen haben, auch dem Schreiber Baruch. Und möglicherweise noch der ein oder andere. Aber dass der biblische Prophet Jeremia hier in Irland begraben wurde, ich denke, das ist etwas, das wussten die meisten noch nicht. Ja, dann, wir hatten die Geschichte, dass halt die Linie von Sarajuda über Saragossa und ganz offensichtlich Richtung Irland und Schottland ausgezogen war, nach der Gefangenschaft in Ägypten, während die Linie von Peres-Juda in die babylonische Gefangenschaft kam und dem König dann seine Söhne ermordet wurden und die beiden Töchter von der Linie Peres-Juda dann anschließend
auch nach Irland hochgezogen sind. Und da gab es dann in Irland zwischen König O'Kate und der Königin Tefi eine Heirat, sodass die Linien von Perez Judah und Serach Judah wieder zusammengeführt wurden. Das ist auch ziemlich wichtig zu wissen. Und das Ganze wird auf der königlichen Flagge von Schottland symbolisiert. Und das ist diese hier. Königliche Flagge von Schottland. Und zwar sehen wir hier drei Löwen, drei gelbe Löwen als Repräsentation für Perez Judah. Und wir sehen die roten Löwen als Repräsentation für Serach Judah. Und dieser rote Löwe, das ist eine Anspielung auf den roten Karmesinfaden, welcher ja dem Serach um den Arm gebunden worden war. Und dazu haben wir hier die Harfe von König David, um die königliche Abstammung anzuzeigen. In dieser Flagge kommt also die Linie von König O'Kate, das ist Serach Judah, mit der Linie von Tamatea Tefi zusammen, das ist Perez Judah. Ja, und dann wird der ein oder andere auch den Professor Dr. Walter Veit kennen. Dieser sagt hier in seinem Video die teletransportablen nachhaltigen strahlenden Prinzen. Es gibt überwältigende Hinweise dafür, dass die Monarchen der britischen Inseln und Nordwesteuropas alle von der Ehe zwischen dem milesianischen König von Irland und seiner Braut Thea Tefi, der Tochter von König Zedekia, abstammen. Ein ausführlicher Artikel findet sich auf der Webseite asis.com. Das ist hochinteressant. Überall die Löwen, nicht wahr? Und dann ein kleiner Exkurs in die jüngere Geschichte. Auch das bestätigt die Geschichte, die bisher jetzt hier vorgestellt wurde. Denn zu Anfang des Ersten Weltkriegs gab es in Irland großen Widerstand, gegen die Deutschen in den Krieg zu ziehen. Die Alliierten, allen voran England, wollten, dass die Iren mitkämpfen, während die Iren selbst dies eher ablehnten. Im Buch Nationalismus und die irische Partei beschreibt der Autor Michael Wheatley, wie der irische nationalistische Politiker Lawrence Ginnell, der Vertreter der Home Rule Movement war, welche für politische Unabhängigkeit Irlands von England kämpfte, was er davon hält, dass Irland nun mit in den Krieg gegen Deutschland ziehen würde. Im Buch heißt es: Nur Lawrence Ginnell sprach öffentlich gegen den Krieg und erklärte, dieser Krieg sei eine Schande und Irland solle neutral bleiben in dem Streit zwischen teutonischen Cousins. Dieser wusste also, dass die Iren und die Schotten verwandt mit, die Iren und die Deutschen miteinander verwandt sind. Denn das eine ist die Linie von Serach Judah und das andere ist die Linie von Perez Judah. Dieser Auszug hier, wie gesagt, das ist das, ich habe das hier übersetzt, Nationalismus und die irische Partei von Michael Wheatley. Wenn ihr das vollständig lesen wollt, hier auf Google Books lässt es sich finden. Ihr müsst allerdings dann halt nach dem englischen Titel suchen, bitte. Ja, und hier sind die Linien in grafischer Übersicht. Die königlichen Linien von Sarah und Fares Judah. Judah, der Löwe. Wir gehen zuerst hier die Linie von Sarah Judah ab, mit den Scarlet Cord, also diesen roten Karmesinfaden. Aus der Linie von Sarah Judah gehen hervor die kretischen Könige, die trojanischen Könige, die milesianischen Könige, Frankenkönige, skandinavische Könige, über diese beiden Häuser bis hinunter zu den Königen von Dänemark und Griechenland. Das ist alles die Linie von Sarah Judah oder Serach Judah. Und das königliche Haus von Perez Judah, das geht über König David, König Salomo, den eben beschriebenen König Zedekia
mit den Töchtern, geht weiter über die Könige von Irland und Könige von Schottland, bis weiter über Haus Windsor, Könige Georg und heutige Elisabeth. Und wie ihr seht, wird in dieser Linie hier auch Jesus Christus geboren. Hohepriester, König der Könige, Herr der Heere, der Löwe des Stammes Juda. Jesus Christus ist geboren worden im Stamm Juda, und zwar genau genommen Pharez Juda. Und wir haben eben herausgestellt, der Erstgeborene, das war Phares. Und die ganzen Löwen von Phares Juda, die habe ich euch hier gezeigt. Und genau in dieser Linie hier ist Jesus geboren. Das nicht interessant, liebe Deutschen? Und um jetzt hier diese Linie Sarah Juda etwas genauer zu erklären. Es findet sich bis heute auf dem Wappen von Irland die Harfe von König David, während wir auf dem Wappen von Schottland den Löwen von Juda sehen, der unter dem Schriftzug in Verteidigung auf einer Königskrone sitzt und selbst auch eine Königskrone trägt. Und hier ist es. Heutige Flagge von Irland. Die Harfe von König David im Wappen. Die heutige Flagge von Schottland zeigt den Löwen von Juda. Das hier ist, wie gesagt, die Linie Serach-Juda. Dann hatte ich in vorigen Videos hier und da versucht, auf diese weiß-rot-blauen Flaggen und Farbenkombinationen zu sprechen zu kommen. Hier haben wir zumindest weiß und blau, das passt also zu den Farben Israels. Und hier haben wir weiß, rot, grün. Warum nun grün? Dieser Frage bin ich etwas nachgegangen. Da gibt es nämlich ein Gedicht oder Lied, das heißt The Wearing of the Green. Könnt das hier auf franks.org vollständig lesen mit Kommentar. Auszug davon habe ich hier genommen und übersetzt. In dem Gedicht, das trotz des französisch klingenden Namens ein Ire geschrieben hat, geht es um ein gesetzliches Verbot, das Grün als Repräsentation für die grüne Insel Irland tragen zu dürfen. So wird von einem Land geflüstert, welches weit weg ist, Amerika, und gefragt, ob man dort immer noch um die Segnungen einer Mutter, Königin von England, bitten müsse. Abschließend tut das Gedicht damit, dass die Hoffnung ausgedrückt wird, nie wieder Englands grausames Kreuz sehen zu müssen. Und wo bitte Gott, wir in Grün gekleidet leben und sterben dürfen. Die reine Linie, die damals nach Amerika gegangen ist, waren übrigens die Puritaner. Dieses Wort hat auch im Englischen die ursprüngliche Bedeutung von pur. Pur war nämlich sowohl die Linie als auch der Glaube, denn die Puritaner hielten sich strikt an und pur an die Heilige Schrift. Hierfür habe ich noch keinen Textbeweis gefunden. Die Farbe von Thea Tefi soll ebenso grün gewesen sein. Ja, das jedenfalls zu der Erklärung dieser Flagge, zur Herkunft. Das hier überspringen wir kurz jetzt mit den Puritanern, das ist zweitrangig. Denn um wieder zur Genesis und den heutigen Iren zurückzukehren, soll hier noch die Flagge von Nordirland gezeigt werden, an denen wir den roten Karmesinfaden an der Hand von Sarah repräsentiert sehen, welcher der zweite der Zwillinge von Juda war. Und hier habt ihr in der Flagge von heutigen Nordirland eine rote Hand. Und eben das ist der rote Karmesinfaden aus Genesis Kapitel 38. Hier ist wieder die Harfe von David. Ferner gibt es in Schottland und Irland viele Geschäfte, die dieselbige Symbolik an den Häusern tragen, was jeder Mensch selber überprüfen kann.
Eine kleine Auswahl von irischen Ländern und einem schottischen Fußballverein sollen nur Beispiele liefern, denn auch da finden sich noch weit mehr. Wie haben wir hier? County Antrim, Londonderry und Tyrone zeigen jeweils eine rote Hand, genau wie hier in der Flagge, als Repräsentation für den roten Karmesinfaden, und der Fußballverein Glasgow Rangers zeigt einen roten Löwen. Die Linie Serach-Juda findet sich also in Irland und in Schottland. Und die Linie von Peres-Juda, die haben wir in Deutschland gesehen. Also, Schottland und Irland ist Serach-Juda und Deutschland ist Peres-Juda. Ja, kleiner Exkurs. Die oben erwähnte Zusammenführung von König Okate und Tefi durch Heirat zeigte sich noch 1997, als Prinzessin Diana durch sehr mysteriöse Umstände gestorben ist, denn wir sehen dieselbe Flagge. Ja, die Tochter Dina von Jakob Israel ist erwähnt in Genesis 30, 21 und der Name Diana, der wird nicht von ungefähr kommen. Ich sagte vorhin schon, dass sich die Engländer mit dieser Flagge schmücken, ist nicht richtig. Jedoch, wir erkennen hier auf dem Sarg von Diana dieselbe Flagge, die ich euch dort oben hier gezeigt habe. Seite 23 sind wir. Ja, die legen sich also diese Flagge hier. Ja, aber das ist nicht richtig, denn das ist die Flagge von Schottland und Irland und eben nicht die Flagge von England. Ja, da versucht man also irgendwie was vorzutäuschen, möglicherweise da in London. Ja. Also wie gesagt, das ist nur die offizielle Geschichte. Es gibt sicherlich auch eine inoffizielle Geschichte darum. Und wer der Sache ums englische Königshaus näher hinterhergehen möchte, der gucke auf YouTube das Video England's Royal Family Polluted. Ja, und dann nochmal erinnert hier an Genesis 49,10. Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis Shiloh kommt, und ihm werden die Völker gehorchen. Und ist es nicht irgendwie so, dass sich hier alles um Deutschland zu drehen scheint? Das ist die Flagge des heutigen Stammes Peres-Juda. Es gibt natürlich zu dieser Flagge viel zu sagen und ein eigenes Buch zu schreiben, jedoch soll auch nicht die Flagge vom Hambacher Fest vorenthalten werden, als die Farben noch genau umgekehrt waren. Gold oben, rot in der Mitte und schwarz unten. Dazu dann sehen wir hier den Bundesadler, den wir auch schon im Deutschen Kaiserreich gesehen haben. Erwähnenswert finde ich, in der Flagge von Ägypten findet sich erstens selbige Farbkombination wie beim Deutschen Kaiserreich, als auch, dass man in der ägyptischen Flagge ebenso einen Adler finden kann, auf dem Wappen, nicht auf der Flagge, auf dem Wappen von Ägypten. Ja, und über die Bedeutung könnt ihr ja auch mal für euch selbst so ein bisschen nachdenken. Diese heutige schwarz-rot-goldene Flagge jedenfalls. Naja, das ist, ich habe ja was gefunden hier zum Rheinbund. Der wurde 1806 auf den Wunsch von Napoleon gegründet, weil ja 1806 das Heilige Römische Reich Deutscher Nation ja einfach untergegangen wurde. So dass ich diese Farbkombination in der Flagge bedenklich finde. Hier habe ich geschrieben, ist mir nicht ganz geheuer, weil sie von Napoleon begründet wurde. Unterm Strich, diese ganze Sache, die schien mir vor allem zum Ziel zu haben,
die Auflösung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation zu bezwecken. Aus meiner Sicht war die Auflösung der Nation erstens nicht rechtmäßig und zweitens war es aus meiner persönlichen Sicht, nach meiner Meinung, der Anfang des Untergangs hier für die Deutschen. Dass 1806 dieses auch erstes deutsches Reich genannte Land unterging, beendet wurde. Ja, da habe ich das versucht, etwas genauer zu erklären. Das heutige Gold in der Flagge könnte man also als Symbolisierung der goldenen Königskrone erklären. Das ist vielleicht noch nachvollziehbar. Doch warum da ein Schwarz drin ist? Nun ja, anstelle des typischen israelitischen Blau sieht man im Falle Deutschlands jedoch schwarz. Nicht nur sprichwörtlich, denn faktisch-praktisch kann dies nur auf die völlige und totale geistige Umnachtung zurückzuführen sein, die den königlichen Stamm des Hauses Juda, des Hauses Israel regelrecht kastriert und wie einen Fluch befallen hat. Wobei das Schwarz auch mit dem deutschen Ritterorden und mit den Preußen zu tun hat. Jedenfalls, Juda wurde vollständig seiner Geistigkeit, na jetzt will er hier nicht, ne? Juda wurde vollständig seiner Geistigkeit, Abstammung, Geschichte und Identität beraubt und somit vor allem auch seiner Bestimmung. Wer hier im Lande weiß, dass wir aus dem Stamm Juda hervorgegangen sind? Und wenn man um seine Abstammung, Geschichte und seine biblische Identität nicht weiß, ja, dann irrt das ganze Volk wie kopflos umher. Und ist es nicht das, was man heutzutage in Deutschland hier beobachten kann? Wer seine Identität nicht kennt, der kennt auch seine Bestimmung nicht. Und das habe ich hier wie eine Kastration bezeichnet. Denk gut drüber nach. Juda, Deutschland, hier. Das ist eure Linie, liebe Deutschen. Diese Geschichte, Abstammung, Identität, die hat das deutsche Volk vergessen. Deswegen läuft dieses deutsche Volk so kopflos durch die Gegend und kennt seine Bestimmung nicht mehr. Deswegen ist hier, wenn die geistige Ordnung kaputt ist, dann muss man sich nicht wundern, wenn im Weltlichen auch alles zusammenfällt. Deswegen habe ich hier ja spekuliert oder vorgegriffen und gesagt, wenn die Deutschen wirklich aufwachen, dann könnte ein Furor Teutonicus durch das Land wüten und die größte Großreinemacher-Aktion der Weltgeschichte das Resultat sein. Denn was würde wohl passieren, wenn die Deutschen merken, dass sie der Stamm Juda sind und dass ihnen damals Jesus geboren wurde? Was das alles für Konsequenzen hat. Nun ja, dass also das aber jetzt das Wappentier Deutschlands nun kein Löwe ist, sondern ein Bundesadler, das kann man an anderer Stelle in der Bibel herleiten. Denn zum Beispiel finden wir in Exodus Kapitel 19, Verse 4 bis 6. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch getragen auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Kindern Israel reden sollst. Und auch später hier in der Offenbarung, da finden wir noch Kapitel 12, Vers 14. Und es wurden dem Weibe zwei Flügel des großen Adlers gegeben, auf dass sie in die Wüste fliege, an ihre Städte, wo selbst sie ernährt wird eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange.
Und das ist hier versucht dargestellt zu werden. Hier haben wir Assyrien. Da waren zumindest erstmal die 10 Nordstämme in Gefangenschaft, allerdings auch ein Teil aus dem Stamm Juda. Und diese Leute sind übrigens dann von diesem assyrischen König Jüten genannt worden. Jüten. Das vielleicht auch zur Herleitung von gewissen Begrifflichkeiten. Ja. Wie auch immer, es gibt hier einen Landweg. Also nach der Gefangenschaft in Assyrien sind sie ausgezogen. Einmal hier über den Landweg Richtung Sonnenuntergang und hier über den Seeweg. Und das könnten die zwei Flügel sein, nämlich einmal die Seeroute und einmal die Landroute. Das ist also der Versuch für die Herleitung, warum wir hier in Deutschland diesen Adler haben. Ja, ach so, auch hier. Ultima Thule. Das Wort Thule, Thule-Gesellschaft und so weiter ist ja auch so eine Art Mythos. Hier ist es beschrieben. Und wir sehen wieder eine Landroute und eine Seeroute. Dieses Video hier möchte ich noch kurz aufmerksam machen. Da habe ich nämlich diese beiden Screenshots her. Hier mal ein bisschen was zu. Ach nee. Also das ist mal wieder ein Video, das ich in meinem Land hier nicht mehr sehen darf. Ja? Wurde nicht immer nur die Wahrheit verboten? Jedenfalls das Video Israel im Neuen Testament von Bertrand Comparé hat das gezeigt und aus diesem sind die beiden Screenshots gewesen. Ja, diese zwei Screenshots hier, die habe ich aus diesem Video hier geholt. Ich kann euch nur empfehlen, diesen Namen Bertrand Comparé hier mal zu suchen und euch die Videos anzuschauen, die da von ihm existieren. Warum dauert das jetzt so lange? Auf jeden Fall sieht er hier Bertrand Comparé, Comparé, Comparé. Ja? Schaut euch das genauer an. Naja, und dann ein Teil des Weißen Russlands gehört auch zu Peres Juda. Und zwar erstens sieht man auf der Flagge von Russland die typisch weiß-rot-blauen Farben für die Repräsentation von Israel. Zweitens sieht man genauso einen Adler. Und zwar in diesem Fall jetzt einen doppelköpfigen, was wahrscheinlich mit Byzanz zu tun hat. Das wissen andere Leute besser. Bemerkenswert jedenfalls ist, dass sogar der Wahlspruch auf dem russischen Wappen derselbe ist wie hier bei uns. Nämlich Gott mit uns haben die Russen auf ihrem Wappen stehen. Und gibt es nicht heutzutage politische Versuche, die Deutschen und die Russen zu trennen und zu verfeinden? Und kann das sein, dass die Ursache oder der Grund dafür ist, dass wir selbige Herkunft und Abstammung haben? Kann das sein, dass man Juda weiterhin geteilt halten möchte, damit an dieser Stelle jemand anderes herrschen kann? Da war doch dieser Herr Friedman vor diesem Council, der da offen zugegeben hat, dass er die Deutschen und die Russen voneinander trennen wollen. Finden wir hier die biblische Ursache? Selbige Abstammung? Hier habe ich nochmal das Vollwappen von Russland rausgeholt. Russisches Kaiserreich auf Wikipedia. Da könnt ihr es euch ganz in groß angucken. Ihr werdet da jedenfalls auch wieder Löwen und Adler drauf finden. Darum habe ich das hier mit drin. Ja, und auf dem 10-Rubel-Stück habe ich auch noch einen Adler und einen Löwen gefunden. Der Löwe von Juda.
Und der Bundesadler. Hier, da flog er aus. Jetzt, das ist ein bisschen, ist natürlich jetzt unbiblisch, ne? Aber man könnte vielleicht sagen, die Deutschen seien in heutiger Zeit Peres Juda West und die Russen Peres Juda Ost. Wie gesagt, das ist unbiblisch, nur zur Klarmachung. Dazu sei erwähnt, Österreich und Schweiz könnten so eine Art Peres Süd sein. Denn Österreich hat einen Bundesadler im Wappen und die Schweiz führt ein Kreuz in der Flagge. Dazu, das Wappen von Liechtenstein zeigt einen Adler, der Wappen von Luxemburg zeigt Löwen. Also alles Symbolik des Stammes Juda. Und sie sprechen hier in Liechtenstein und Luxemburg und Österreich und in der deutschsprachigen Schweiz auch alle Deutsch. Das ist alles der Stamm Juda. Speziell nochmal zu den Russen. Mit am deutlichsten wurde die Verbindung zwischen Deutschen und Russen im Wort Preußen. Prussen, Russen, Deutsche. Das ist eindeutig eine Verbindung. Deutsche haben in Russland Städte und Paläste mit aufgebaut. Ich glaube, ein deutschstammiges Oberhaupt hatte man in Russland ebenso. Zur russischen Sprache findet sich, dass die russische Sprache eine Sprache aus dem slawischen Zweig der indogermanischen Sprachfamilie ist. Verwandtschaft. Nicht Feindschaft zwischen Deutschen und Russen, sondern Verwandtschaft. Nicht nur Freundschaft, sondern sogar Verwandtschaft. Und ja, ich finde, wir haben ein sehr tolles Erbe. Doch leider, die meisten Menschen wissen nicht mehr darum. Und nochmal, wenn die Dinge im Geistigen in Unordnung sind, dann ist das nur eine Frage der Zeit, bis auch im Weltlichen alles in Unordnung gerät. Und umgekehrt, wenn man will, dass die Welt wieder in Ordnung gerät, so muss man zuerst wieder die geistige Ordnung aufrichten. Und ich hoffe, dass dieses Dokument, dieses Video hier euch zeigt, wie diese geistige Aufrichtung, Wiederaufrichtung vonstatten gehen muss. Ja, und dann nochmal ein bisschen was zu gewissen Vokabeln und Terminologien. Da habe ich nochmal einen kleinen Epilog gemacht hier. Ja, weil es gibt ja nun Namensverwirrung und die Leute wissen nicht genau, was ist nun Juda und was sind die Judäer und all dieses. Ja. Und hier auf Seite 2, da zeige ich euch ja regelmäßig diese Karte. Und hier unten das Territorium von Juda. Und das habe ich euch vergrößert. Und das findet ihr hier. Und ihr seht, als Nachbarn, die also nicht zu Israel gehören, sind die Philister, Amalek, Edom und Moab. Und zwei davon, da zeige ich euch jetzt das Wortstudium, nämlich hier Amalek und Edom. Beide gehören nicht zu Israel. Das Wortstudium zu Amalek. Hier das englische Original, Quellenangabe, ihr kennt das, blueletterbible.org. Die Übersetzung, Amalek bedeutet Bewohner der Ebene oder des Tals und Amalek war ein Enkel von Esau. Also nicht von Jakob Israel, sondern von Esau. Amalek, hier. Jetzt machen wir das Wortstudium zu Edom. Das Wortstudium zu Edom. Hier das Original, Quellenangabe, deutsche Übersetzung. Edom bedeutet rot, auch Edomiter oder Idumäer genannt. Nachfahren von Esau.
nicht Nachfahren von Jakob Israel, sondern Nachfahren von Esau. Edom Esau, das hatten wir in einem vorigen Video bereits. Das war Kapitel 2, Simeon. Da finden wir halt zu Esau, was folgt. Englisches Original oben. Und hier habt ihr die deutsche Übersetzung. Hier die Quellenangabe. Und hier die Übersetzung. Ja, und auf diese Weise könnt ihr hoffentlich unterscheiden, wer die Judäer sind, die in Stamm Juda leben. Da leben die Judäer. Und wer auf der anderen Seite die Amalekiter und die Edomiter sind. Und nochmal zur Wiederholung. Die göttlichen Segnungen von Yahuwa, die er dem Abraham, dem Isaak und dem Jakob Israel gegeben hat, treffen somit nur auf das biblische Israel zu. Der vierte Sohn von Israel war Juda. Und in der Linie kam auch Jesus zur Welt. Ich habe euch das oben bereits gezeigt. Phares Juda, Jesus Christus. In heutiger Terminologie also, Jesus war ein Deutscher. Jesus Christus stammt also aus dem Stamm Juda, aus dem Haus Israel und sagt daher, Matthäus 15, 24, er aber antwortete und sprach, ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. So. Ja, das könnt ihr selber lesen. Hier möchte ich jetzt nur noch mal auf die weiterführenden Links und die Literatur hinweisen. Lions Running Rampant und Lions of Judah, das hatten wir schon. Thea Tefi, das habe ich euch schon gezeigt. Prophet Jeremia in Irland hatten wir. Und dann möchte ich euch noch hier auf das aufmerksam machen. Die Traditionen von Glastonbury. Okay, auch das darf ich in meinem Land jetzt also nicht mehr sehen. Ja? Das ist unglaublich. Da. E. Raymond Capt. Sucht nach E. Raymond Capt. Lost Tribes of Israel found. What happened to the 12 Tribes of Israel? Auch Raymond E. Capt. Ja, also guckt euch das an. Hier habt ihr den Stone of Destiny. Ihr könnt das alles überprüfen, was ich euch hier und heute gezeigt habe. Ja, und hier ist das Video zu den Traditionen von Glastonbury. Und ihr werdet da sehen, wie es dort ja auch Stadtwappen gibt, wo ein Schiff gezeigt wird. Da gibt es einen Steuermann. Ja, und es gibt einen weißen, blonden Mann, den dieser Steuermann dort nach Glastonbury bringt. Einen weißen, blonden Mann bringt man dorthin. Traditionen von Glastonbury. Genauso, auch sehr interessant, das Domesday-Buch und Josef von Arimathea. Das dürfen wir gucken. Ach, das ist doch was. Dauert ein bisschen. Es kann auch sein, dass das hier in diesem Video war. Komm. Naja. Irgendwo findet... Ich glaube, hier war das. Da findet ihr... Na, das führt jetzt auch zu weit. Ich wollte das... Machen wir jetzt nicht weiter. Da findet ihr, glaube ich,
dieses Boot oder Schiff, wo der weiße blonde Mann dorthin transportiert wurde. Dazu noch Literatur. Ja, diese drei Bücher findet ihr als PDF im Netz. Die verlorenen Stämme Israels von Richmond N. Stewart sowie Judas Scepter and Joseph's Birthright von J.H. Allen und die Standards of Israel von Dr. Wesley Swift. Aus all diesen Dingen habe ich zum Teil hier Informationen mit verarbeitet und auch dieses Buch hier, das werden wir dann später noch bei der Episode zu Josef nochmal wiederfinden. Ja, also das ist meine Herleitung. Der biblische Stamm Juda, das sind die heutigen Deutschen, Russen sowie die Schotten und Iren. Der biblische Stamm Juda sind die Deutschen, die Russen, die Schotten und die Iren. Seid gesegnet und gepriesen sei Yahuwah.